Das geht doch nicht. Fand die Straße ist wichtiger. Und Kanal über der Autobahn ist doch. Hör mal, wenn die AIDA fährt, dann sagt man auch nicht, boah, ich möchte die AIDA sehen. Meine Folge heißt, dat Lumpi guckt sich, nee, Lumpi guckt sich Schiff an, Schiffe an. So nenne ich die Folge. GameKeys und GameCards. MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Oh. Und ich und Dave Davidson, wir fahren für den Steinbruch. Ja, ich hab ja nichts anderes. Was fährst du überhaupt? Ich fahr Kohle. Ich hab Spielzeug geladen. Und Dave? Irgendwie Kohle. Irgendwie Kohle? Steht da unten rechts auf dem Tab. Erz. Ja, sagt er. Sagt da Kohle, hat er gesagt. 23 Tonnen ist gar nichts. Nee, ist wirklich nichts. Wenn man sich mal zum Beispiel den Mod downloadet, Schwerlasttransporter für einen Singleplayer, und dann fährst du da mal so eine Diesellok, die 45 Tonnen wiegt oder sowas, da merkst du mal, was Tonnen sind. Ja, aber die Ladung gibt's ja auch extrem selten. Welche? Die für den Schwerlast. Wenn du den Mod installiert hast und Singleplayer fährst? So, Singleplayer. Ja. Aber du meinst jetzt den Targo Pack, ne? Nee, das Schwerlast-Add-on, was ich damals hier hab. Ja, sag ich ja, Targo Pack. Ja, für Multiplayer sind da nur zwei Mods rausgekommen, die man installieren kann. Ja, das Schwerlast ist ja ein DLC. Warum sie das hier nicht auf dem Multiplayer zulassen? Gibt es doch. Gibt es. Was? Entweder hast du das noch nicht installiert, Heiko. Ich hab's installiert. Dann hast du noch nicht so viele Auswahlmöglichkeiten damit. Also ich kann... Das eigentlich schon lange. Ich hätte jetzt nach Rotterdam, hätte ich Klimaanlagen fahren können. Aber da wir sowieso nach England reinfahren, warum soll ich denn dann nur bis nach Rotterdam fahren? Ah ja. Hab ich gedacht. Aber an alle YouTuber von Mega The Gaming, hätte er das Video früher gestartet, hättet ihr was Ultimatives gesehen. Oder? Ja. Oh ja. Oh Mann, ey, das ist doch heute echt zu Verfluchung, ja. Da hab ich. An die Leute, die ja wissen, die meine letzte Folge gesehen haben, haben ja gesehen gehabt, mir ist das Spiel am Ende der Folge abgekackt. Deswegen geht die Folge ja halt auch nur 10 Minuten. Also ich glaube genau sogar 10 Minuten. Und wir waren ja eigentlich schon in der Stadt drin. Und ich habe automatische Speicherung halt angestellt. Und der hatte das letzte Mal abgespeichert auf der Autobahn. Kurz nach der Raststätte, die ihr im Video am Anfang gesehen habt, oder kurz davor, und war halt sehr lustig. Lumpi sagt, wir treffen uns halt, wie gesagt, immer irgendwo halt, wo es für alle am nächsten dran ist, weil wir spielen ja halt natürlich auch alle offline mal, und dann haben wir halt so gesagt, ja, okay, wir treffen uns jetzt halt mal in Hannover, habe ich jetzt halt ganz doof gesagt, weil ich meine, Dave, der war in Bremen und Lumpi dachte, er sei in Berlin gewesen, war halt aber doch nicht in Berlin, hat halt gesagt, er fährt jetzt nach Berlin und von Berlin aus nach Hannover. Und dann habe ich halt gesagt, okay, ich komme dann nach Hannover, ich spawnte mich, weil ich halt die App installiert habe, spawnte mich auf der Autobahn, stockenduster im Spiel gewesen, und auf einmal sage ich so, zu Lumpi, ey, mir kommt hier da hinten einer angerast. Und Lumpi hat sicherlich nicht gedacht, dass ich das war, und ich habe nicht gedacht gehabt, dass Lumpi das war. So, und dann sage ich, ey, jetzt steht der hinter mir und hupt die ganze Zeit, und Lumpi sagt so dann, schau doch mal, oh, ich muss abbremsen, Lumpi lackt. Ich sag dann, schau doch mal, Lumpi sagt dann, schau doch mal nach links, und dann war Lumpi das.
Also das war echt lustig. Wir wussten gar nicht, dass beide da spawnen. Und auf einmal, zack, spawnen wir beide so gesehen fast ineinander. Also wäre ich mal, ich glaube, so eine halbe Sekunde, eine halbe Minute später gespawnt, dann wäre ich Lumpi genau im Weg gespawnt. Aber ganz genau. Jupp. Na ja, ist ja gut mit deiner Geschwindigkeitsüberschreitung. Wie schnell fährst du denn? 56? 55 gerade? Ja. In 5 km/h, ey, dann mal hier spinnt er wohl. 5 km/h, 55 darfst du fahren. Oder 53. Die Toleranz hast du, 3 km/h. Ich fahr 52. Im 12. Gang. 51. Aber man merkt echt, dass der LKW-Simulator Schaden macht, ne? Wenn du fährst und die ganze Zeit eigentlich ordentlich fährst, musst du irgendwann trotzdem in der Dings rein, in der Werkstatt, weil du Getriebeschaden bzw. Reifenschaden hast. Ja, das ist so wie im realen Leben. Der normale Verschleiß halt, ne? Der ganz normale LKW-Verschleiß. Warum gibt's das in Omsi nicht? Ja, gut. Hat er gesagt, ne? Ja, im Grunde genommen ist es beim Omsi doch, und wenn du halt einstellst, wie dein Wartungszustand ist, ne? Ja, aber es dauert immer zig Jahre, bis da was kommt. Oh, da landet gerade ein Flieger. Das finde ich so geil an Amsterdam. So lange haben wir gar nicht Richtung Amsterdam-Rotterdam gebraucht. Nö. 20 Minuten. In Gamezeit. Lumpi ein bisschen aufholen, der klebt da hinten im letzten Dreck da hinten schon. Dave müsste ihn, glaube ich, gar nicht mehr sehen, ne? Nee. Aber es ist richtig cool. Jetzt haben wir auch mal einen neuen Gast dabei. Hier überquert sogar, hier ist sogar ein Kanal über den Tunnel. Dave Davidson. Da bleibt der Pisser. Ja. Wow, 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 wow. Immer locker bleiben. Ja, weiß ich auch nicht, was das gerade war. Werd hier von den Bienen überholt, okay. Ja, was war denn los? Na, ich wollte mir das Schiff angucken. Ich wollte mir das Schiff angucken, sagt er. Alter, das geht doch nicht. Fand die Straße interessant ist wichtiger. Und Kanal über der Autobahn ist doch... Hör mal, wenn die AIDA fährt, dann sagt man auch nicht, boah, ich möchte die AIDA sehen. Meine Folge heißt, dat Lumpi guckt sich... Nee, Lumpi guckt sich Schiff an, Schiffe an. So nenne ich die Folge. Oh, jetzt fahre ich wieder langsamer. Hier sind wir nämlich in Rotterdam, hier fahre ich mit 50 durch. Also nicht wundern. Hoffen wir mal, dass jetzt in Rotterdam nicht so viel Verkehr ist, ne? Deswegen sage ich, hier fahre ich mit 50 durch. Weil sollte ich gleich lacken, dann lacke ich wenigstens nicht zu stark. Jetzt komm, geh runter auf 50 km/h, dann mache ich Tachometer rein. So, Tachometer drin, 50 km/h. Oh. Ist heute noch was los? Ich suche Spedition. Jetzt schreibe ich, ja, YouTube ist los. Sollte noch was los? Ja, YouTube ist los. Ach was. Das lustigste Weise gab sogar letzt einen, der hatte, warte mal, youtube.com/megathegaming. Schnell mal Werbung machen. es gab letzt einen, da muss ich mal ganz tatsächlich sagen, das fand ich richtig lustig. Da hat mich einer im Spiel wiedererkannt. Oh. Was soll die? Hä? Dass du sowas sollst geben? Das war wirklich geil. So, und ich frag mich immer wieder, wie hier Leute einen Stau hinbekommen. Hier ab hier beginnt immer ein meterlanger Stau bis zur Fähre. Ich hatte hier noch nie im Leben einen Stau.
Und ich meine, wenn ich hier mal drüber fahre, dann ist auch bei mir keiner. Ich glaube, die machen das extra, weil die dazu Lust haben irgendwie. Ja, und dann posten sie die Bilder. Genau. Lumpi will uns überholen. Kannst du mal die Reflexe eines Users testen? Du täuscht an, was du... Was für Schnarchnasen. In der Ruhe liegt die Kraft. Wir haben nicht so viel Ingeld-Money wie du. Also warum soll ich ein Gas geben, wenn ich da vorne wieder bremsen muss auf 50? Da kann ich auch mit 50 in Ruhe weiterfahren. Oder sehe ich das falsch? Nö. Jetzt ziehen wir sowieso rüber hier. Und ab hier ist Autobahnende und Autobahnende bedeutet Landstraße und Landstraße bedeutet 60 km/h eigentlich, aber wir fahren 50, weil hier gleich 50 ausgeschildert ist. Eigentlich. Und hier ist immer ein Stau. Kilometer lang nach hinten und nach vorne. Siehst du, hier ist 50 km/h ausgeschildert. Shut up. Warum? Hier ist doch 50 km/h ausgeschildert. Warum schreibt er jetzt shut up? Shut up, shut up, shut up. Was haltet ihr so vom ETS? Was soll ich davon halten? Ich finde ihn einfach nur klasse. Also ich finde auch den Multiplayer immer noch super, ey. Also wenn es für OMSI sowas gäbe, dann würde man sich darüber auch mal freuen. Ja, hat sich noch keiner rangewagt. Nee, leider wow. Nicht. Kleiner Weh. Wollte ich sagen. Wollte er sagen, hat er nicht gemacht, ne? Wohin müssen wir bitte nochmal? Na, Felix, so. Okay. Jetzt weißt du, warum der Stau anfängt. War doch cool, oder nicht? So, ich bin drüben. Ja. Ah, eigentlich, wir können mal hier auf dem Parkplatz einen Rückwärtsgang reinlegen. Wo bist du drüber? Die obere. Wir können mal einen Screenshot machen. Screenshot. Du denn? Hier rechts rum. Nicht rausfahren. Einfach nur rechts rumdrehen mit dem Lenkrad komplett und dann stehe ich hier. Lenkrad komplett rechts und Gas geben. Golf. Wieso beide synchron rechts rumfahren? Ich habe uns den besten Parkplatz in der ersten Reihe ausgesucht. Einer kann links von mir, einer kann rechts von mir, dann haben wir genau einen Platz frei. Ich stehe genau mittig, Alter. Leck mich am Arsch. Der Speed Daniel da, der fährt mit seinen Trailer rum. Und Dave muss natürlich wieder alles verhauen hier. Kann er nicht mal richtig auf den Parkplatz rauffahren. Was will der Bauer da? Lumpi hat die Ruhe in sich. So, Fotos gemacht. Lumpi, willst du auch noch eins machen? Dave, ich habe deinen Fehler jetzt schon drauf. Den kannst du nicht mehr beseitigen. Welchen Fehler? Dass Dave ein bisschen schräg steht. Hast du das Foto gemacht? Ja. Yep. Gut. Willst du wieder vorfahren? Ich fahre dann mal vor, ne?
Jo, mach das. Tripdogs. Aber man sieht, hier ist nichts los, ne?